Hallo und herzlich willkommen zu Clicker Heroes. Das ist ewig her, Leute. Es gibt da jetzt ein kleines Update, was ich euch zeigen will. Ich habe mit Makro geschrieben, wie man sieht. Und ich klicker jetzt aktiv. Ich meine, guckt euch die Crits an, ne? Die ruppen halt ganz schön das Gesicht weg. Okay. Dann kann ich mal darauf eingehen, was für Engines ich jetzt habe. Ja. Ich habe die halt mal nachgekauft und ich habe natürlich auch festgestellt, dass. Kleinen Augenblick. Okay. Dass das Kaufen der Engines doch teurer wird, aber es ist fixt, wie viel man dazu kriegt. Ich habe das Spiel zum Laggen gebracht. Sehr schön. Jo, und so mache ich das jetzt die ganze Zeit eigentlich. Und ab und zu werfe ich dann einfach mal alle Skills an und dann wird wieder geruppt. Weil teilweise critten die, one-hitten die Crits einfach mal alles, ne? Wie man das hier sehen kann. Also das ist schon übelst derbe. Das geht noch weiter. Ich bin irgendwie auf Ebene 1700 schon gewesen damit und ja, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgezogen, dass ich mehr Gold kriege. Lass das mal kurz durch hier. So. Nochmal vierfacher Schaden für ihn. Was wichtig ist, ist, dass ich Lucky Strikes. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Enchant gibt. Das müsste ich hochskillen. Dass es richtig lange hält. Dann würde ich die halt nur totkritten die ganze Zeit. Boah, ich kann mir sogar den nächsten 10er-Bonus leisten. Peng. Sollte doch 10er gewesen sein, ne? Huch. Hey. Normalerweise ist doch alle 1000 Level ein 10er-Bonus. Ui, der ist ganz schön heftig. Er ist tot. Er ist nicht heftig. Ich hatte jetzt vor, eigentlich mir ja Seelen zusammenzusparen, so um die 110.000. Und wollte mir davon einmal 100 Level Upgrade holen für Gold. Und einmal 100 Level für Gold durch Treasure Chests. Sowas wollte ich mir halt holen. Da muss ich dann mal gucken. Guck mal, die ersten zwei Skills sind da gleich wieder aktiv. Die kann ich gleich wieder reinhauen. Meine, der erste ist nicht mehr so nötig eigentlich, weil ich Klicker mit der maximalen Geschwindigkeit. Dadurch durch das verdammte Makro. Und ich bin natürlich, das ist jetzt kein Makro, ist, kann ich alles so, ne? Ganz klar. Die Vorstellung, ey. Nee. Warte mal kurz das Makro anhalten. Okay. Ich wollte nur gucken, ob das Spiel verlangsamt wurde durch irgendwas. Weil wenn das Spiel verlangsamt ist und ich lasse das Makro durchlaufen, dann sind die Klicks nochmal schneller, als was das Spiel eigentlich ist. Das heißt, ich mache das Makro aus und die Klicks laufen trotzdem weiter durch. Ja, genau so. So, und der andere fragt sich jetzt, warum da oben die DPS weiter ansteigt oder die Kombos und so weiter. Da habe ich einen Ancient. Der hat die Fähigkeit, jeder Klick erhöht jetzt im Grunde 1% meinen Schaden. Pro Kombo. Und das ist ja dann 1, 2, 3, das ist ja schon 3 Kombos, also 3% Schaden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das müssen jetzt 8400% mehr Schaden sein, circa schon. Gegenüber dem Original. Wenn ich das jetzt ausmache, schaffe ich hier gar nichts mehr. Das heißt, ich muss jetzt so weiterklicken. Oder klicken lassen in dem Fall. Oh, das wird nicht eng oder so. Aber das ist schon interessant. So, jetzt kann ich die Skills nochmal benutzen. Und danach kann ich die Cooldown wieder von den anderen benutzen. Das ist ziemlich derbe. Wie schnell man die wieder benutzen kann dann. Oh, das ist so schön. Sieht's aus? Ich habe noch nicht genug. Ich brauche ja irgendwie 3000, ne, 2,5 und dann 125. Das kann man ja kaum noch sich merken, was man da braucht an Geld und so.
Aber jetzt gibt's auch vergleichsweise wenig Gold, habe ich das Gefühl. Oder ich täusche mich, weil ich. Gut, ich habe auch keine Kisten mehr so großartig, ne? Die haben, machen auch immer sehr, sehr viel aus, die Dinger. Na, weißt du, da war ich schon wieder ein bisschen im Verzug mit dem Makro. Aber das ist nicht weiter schlimm. Auch erledigt, das Ding. Ich versuche immer auf 1800 zu kommen oder höher. So, das sind so die Members im Augenblick. Ich habe halt im Endeffekt ein paar dazugeholt, beziehungsweise die haben sich halt gemeldet. Und ja, guck mal, beim Handy bin ich sogar auch schon fast auf 300. Also es läuft. Wir haben halt gerade im Augenblick bloß Probleme, den aktuellen Raid zu schaffen, weil der ist. Guckt euch den an. Ne? Der ist ziemlich heftig. Wir haben jetzt die letzten Tage schon an den Dingern zu knabbern. Und das ist echt übel. Aber da kann man halt nichts machen, das ist eben so. Ich glaube, der dauert schon relativ lange, bis ich da mal was gekillt kriege. Dann werde ich jetzt mal bei 39 mal anhalten, den nächsten Boss halt nicht machen und dann ein bisschen Gold dadurch farmen. Versuchen, gucken, ob da Kisten kommen und so weiter. Und dadurch würde ich ihm wieder einen Vierfachbonus geben und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist halt ja jetzt im Augenblick der Plan. Das wird langsam wirklich sehr, sehr viel hier. Kriegt die ja kaum noch kaputt. Dadurch fährt dann halt auch die DPS einfach automatisch weiter hoch, ne? Weil wenn ich die dann wieder mit einem Hit umbringe, dann ist der DPS wieder angepasst. Mein DPS wieder angepasst. So, Makro halt mal an. Es ist im Verzug, auf jeden Fall. Man merkt es ziemlich stark. Da jetzt, ich habe vor Ewigkeiten Z gedrückt. Wobei, wenn ich jetzt Crit anmache, dann müsste das wieder gehen. Den ganzen Skills reinwerfe halt. Dann warte ich noch kurz darauf und fahren wir dann danach. Das ist, glaube ich, noch eine gute Idee. Können wir uns noch den nächsten Boss mit reinziehen? Ich glaube, da brauche ich ja schon so lange. Bum, 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 bum. So, jetzt können wir draufledern, wie so ein Berserker. Sehen wir zu, dass wir an die Kohle kommen. Ich meine, ein bisschen was habe ich ja nur schon, ja. Hör auf damit, sei brav. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Ah, siehst du, boom, wieder One-Hit. Auch die Chest war One-Hit, also geht's weiter. Na gut, zweimal Vierfach Bonus oben raufgelegt, ne? Dann geht die schon die Post ab. Das ist halt das Einzige, was du machen musst. Du musst halt immer wieder die Typen dann weiterleveln. 7526. Auch nicht unmöglich, sag ich mal. Wird jetzt hier noch die beiden reinhauen. Gib noch mal Gold. Gold, vor allen Dingen von der Goldkiste. Gold. Damit müsste ich meine nächsten 25 Level fast haben. Wenn das durchgelaufen ist.
Sollte ich meinen Reload-Skill immer damit benutzen, auf jeden Fall. Weil, wie ihr seht, boxe ich jetzt genug raus, ne? Also. Lass mir das Upgrade sicher. Zumindest so gut wie. So, nach dem Boss hören wir erstmal auf. Dann ist mal ganz ruhig. Ganz ruhig. 14,50. 40,50. Lesen wir die Konzern. Stop Makro. Stop Makro, ja. Okay, jetzt gleich. Das ist halt dann das riesen Delay, was man dann dadurch kriegt. Das ist halt, weil die Framerate gesunken ist. Ich hab's halt eigentlich genau angepasst. Auf die standardmäßige Framerate. Boom. Jetzt ist ja fast wieder alles One-Hit. Dann farm ich das jetzt hier noch so ein bisschen und dann war's das einfach mit dieser Aufnahme. Ich hab mal ein kleines Update gesehen, was so aktuell passiert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.